In diesem Video zeige ich dir drei Sachen, die du unbedingt mit dem Treiber machen musst, wenn du damit erfolgreich sein willst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf Video und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Ich befinde mich hier am 9. Loch des Golfclub Verde in Golfresort Gloria in der Türkei und bin jetzt gerade mit einer Gruppe Profigolfer hier unterwegs und haben eine ganz, ganz tolle Zeit und spielen auch natürlich auf diesen wunderschönen Kursen hier, wo es ganz, ganz wichtig ist, mit dem Treiber gut abzuschlagen. Und das habe ich jetzt als Anlass genommen, um dir ein paar Tipps für den Treiber zu geben, die unbedingt notwendig sind, um diesen gut zu treffen. Der erste wichtige Tipp, den ich dir geben kann, damit der Treiber effizient getroffen wird, ist, dass du es schaffen musst, ein gutes Verhältnis von der Schlagflächenstellung im Verhältnis zur Schwungbahn zu bekommen. Wenn du eher ein Anfänger bist, ist es sehr, sehr typisch, dass du im Abschwung eine Bewegung hast, wo der Schläger steil von außen auf den Ball kommt. Und das hat Gründe. Und zwar ist es die Schlagflächenstellung an sich, also wie man den Griff einnimmt, wie man die Handgelenke im Schwung organisiert. Und die meisten Golfer haben eben eine zu offene Schlagfläche von Beginn an. Was meine ich damit? Meistens haben Hobbygolfer oder Anfängergolfer einen Griff, der sehr schwach ist. Das heißt, dass die linke Hand sehr stark nach links ausrotiert ist als Rechtshänder. Und wenn ich jetzt hier so greife und die linke Hand eben so nach links außen rotiere und ich jetzt mich ein wenig strecke mit der Hand und den Handrücken flach hinbewege, was ich möchte, siehst du, dass die Schlagfläche aufgeht. Also ich bin zuerst hier und dann im Treffmoment hier. Und das ist natürlich kein gutes Verhältnis, um einen guten, effizienten Drive zu schlagen. Und jetzt wird es dann große Probleme geben, um diese offene Schlagfläche auszugleichen. Und zwar die typischen zwei Bewegungen, die ich dann sehe, sind dann die, dass man dann einerseits versucht, über die Schwungbahn eben steil und von außen auf den Ball zu kommen, dass man die Schlagfläche eben in letzter Sekunde noch irgendwie gerade hinbekommt. Und das Zweite, was ich dann sehe, ist, dass man dann beginnt, das linke Handgelenk zu brechen in diese Richtung hier, also dorsal. Und dadurch kriegt man die Schlagfläche quer hin, was dann vielleicht einen geraden Schlag erzeugen kann. Aber meistens ist das ein sehr schwacher, ja, trostloser Schlag und man könnte den Ball wesentlich weiter schlagen. Wie kann ich an der offenen Schlagfläche dann arbeiten? Gibt es eben zwei Arten. Erstens kann ich natürlich schauen, dass ich den Griff stärker mache. Das heißt, dass ich die ganze Hand etwas mehr nach rechts auf den Griff drauflege. Und wichtig ist dabei, dass der Daumen rechts der Mitte ist, also rechts von der Mitte des Schlägers und ein wenig nach links zeigt. Da gibt es oft auf den Griffen oben solche Indikatoren, die dann so ausschauen, als ob man da die Daumen drauflegen soll, aber das hat nichts mit dem Griff zu tun, den du einnehmen willst. Das ist aber eher ein Muster oder vielleicht für die Leute, die den Schläger den Griff drauf geben, notwendig, dass sie sehen, ob das gerade oben ist. Aber du willst nicht bitte deinen Daumen und deine Hand entlang dieser Muster auf den Griff drauflegen, sondern der Daumen gehört rechts der Mitte, wie du hier sehen kannst, und er zeigt ein wenig nach links rüber. Und ich habe jetzt hier einen kleinen dorsalen Knick im Handgelenk und der wird mir dann eben auch helfen, dass ich dann im Schwung die Schlagfläche geschlossener habe. Das Zweite, was ich machen muss, ist, ich muss dann irgendwann mal schauen, dass das Handgelenk hier von dem Knick eher auf eine flache Stellung kommt. Und das sollte spätestens passiert sein, wenn ich circa im Abschwung hier bin, sprich wenn der Schaft parallel zum Boden ist, dann sollte ich hier einen mehr oder weniger flachen Handrücken bereits haben. Und wenn du, sag jetzt mal, das schaffst und die Schlagfläche so leicht hineingedreht ist, wie jetzt hier, also nicht so, sondern leicht hineingedreht, dann hast du schon eine gute Voraussetzung, dass du den Schläger nicht offen hast und dass du eben nicht runterziehen musst. Weil solange dieser Schlägerkopf offen ist, wirst du Probleme haben mit dem Abflachen, du wirst Probleme haben, den Schläger in diese Richtung zu bewegen, dass du mehr von innen nach außen schwingst. Also das ist ein absolutes Muss. Und bitte
lass deinen Griff eventuell auch checken von deinem Pro. Aber wenn du Probleme hast beim Treiben, ist das eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eine zu offene Schlagfläche hast. So, kommen wir zur zweiten Sache, die beim Treiben unbedingt notwendig ist. Und zwar geht es diesmal um die Mittigkeit. Wenn ich den Treiber nicht in der exakten Mitte der Schlagfläche hier treffe, bekomme ich große Probleme. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen von meinen Profigolfern hier, der immer wieder Probleme hat mit einem Ball, der stark nach links abbiegt am Start des Schlages. Und das liegt daran, weil er immer den Ball hier auf der Innenseite des Treibers trifft, also am Heel. Und wir haben dann daran gearbeitet, dass er den Ball mehr in der Mitte trifft, und die Qualität der Drives hat sich enorm verbessert. Und da ist nicht nur die Länge natürlich wesentlich besser, sondern auch die Richtung wesentlich konstanter. Was wir gemacht haben, ist, damit er eben den Treiber konstanter schlägt, er hat dann hier so einfach so Klebebänder hier drauf geklebt, einfach eins links und eins rechts, dass hier nur die Mitte übrig bleibt. Und wenn er jetzt hier dann einen Ball schlägt, dann bekommt er sofort ein Feedback, ob er den Ball gut getroffen hat oder nicht, und man sieht sogar zum Teil die Abdrücke auf dem Klebestreifen hier. Das heißt, wenn du Probleme hast, den Ball in der Mitte zu treffen, ist es sehr gut, sich das bewusst zu machen, und da schadet es überhaupt nicht, wenn man sich die Klebestreifen links und rechts des Sweet Spots hinklebt und eine kleine Fläche übrig lässt, um quasi diese besser sehen zu können und auch um das besser kontrollieren zu können. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der dann zum Beispiel immer nur die Innenseite trifft, dann kannst du jetzt zum Beispiel hergehen und diesen Kleber nicht hier, sondern auch noch auf der anderen Seite noch dazugeben, dass du wirklich eine komplett abgeklebte Fläche hast und dass quasi nur noch die vordere Seite übrig bleibt. Und dann hast du wirklich eine deutliche visuelle Hilfe, wo du den Ball treffen möchtest. Und dann brauchst du eigentlich nur schauen, fürs Erste den Ball nicht auf dem Klebestreifen zu treffen. Und ich verspreche dir, wenn du an der Mittigkeit arbeitest, dann wird dein Golfschlag, dein Drive wesentlich effizienter und wesentlich länger. So, hier ist der dritte Tipp von Sachen, die dir beim Driven wahnsinnig helfen können. Und zwar, wir wollen auf keinen Fall, auch wenn das bei den Pros so aussieht und sie es auch zum Teil natürlich auch machen, wir wollen auf keinen Fall diesen Lag hier, also diesen Winkel zwischen linken Unterarm und Schaft, bewusst halten im Abschwung. Das macht beim Treiber riesengroße Probleme. Ich erkläre dir jetzt wieso. Wenn du versuchst, einen Lag zu halten, ganz bewusst, dann bricht normalerweise dein Handgelenk in diese Richtung zusammen. Weil wenn du stark hinaufwinkelst, brauchst du nur herstellen und stark hinaufwinkeln, dann siehst du, dass dein Handgelenk hier so einen Knick bekommt. Und das kommt einem Öffnen der Schlagfläche gleich. Und das ist, haben wir ja im Punkt 1 besprochen, das ist das Letzte, was du möchtest. Du möchtest einen flachen Handrücken haben. Und das bekommst du eben nur, wenn du nicht zu viel winkelst, sondern eben sogar gefühlt sogar in die andere Richtung gehst. Wenn du die Hände, so wie ich es in anderen Videos schon gesagt habe, einfach hier relativ schnell runter bewegst in einer guten Sequenz, dann bekommst du ohnehin genug von diesem Lag und bekommst dann nicht diesen Look, wo du dann Probleme bekommst. Also bitte versuche auf keinen Fall das zu halten, sondern umgekehrt. Versuch sogar, das ein bisschen in die Richtung hier wegzuschmeißen hier. Normalerweise, bis du das weggeschmissen hast, ist es genau zum richtigen Zeitpunkt, dass du beim Ball perfekt bist. Und wir wollen ja hier Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen. Wenn du hier ein bisschen hier loslässt vom Gefühl her, kannst du hier Geschwindigkeit erzeugen. Wenn du hier Lag hältst, hörst du, da kommt gar nichts. Das heißt, bitte, wenn das eine starke Idee von dir ist, Lag zu halten, tu es nicht mehr. Versuch bitte, so gut es geht, den Schlägerkopf hier an deinen Händen, an deinem Körper vorbeizubringen, weil das erzeugt Geschwindigkeit. Und das ist, glaube ich, als Hobbygolfer das Allerwichtigste. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du möchtest mehr über den Treiber erfahren, dann habe ich hier auch noch ein sehr, sehr interessantes Video, das du dir unbedingt ansehen solltest. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben. Tschüss!